Freunde, es ist soweit. Ich kann es selber noch nicht ansatzweise glauben, aber ich bin in mein erstes komplett eigenes Studio in Hamburg gezogen. In diesem Video zeige ich euch alles vom Bau, was ich mir dabei gedacht habe, bis hin zum Studio, wie es dann aktuell aussieht. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen, wird, glaube ich, ein richtig geiles Video. Ich bin unfassbar hyped. Let's go. What's the YouTube? Mein Name ist Selma und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du neu bist, lass gerne ein Abo da und ein Like unterstützt mich auch. Vielen, vielen Dank. Bevor wir das Studio aber bauen konnten, mussten wir natürlich erstmal einen Blick auf die Raumakustik werfen. Die ist natürlich super entscheidend, weil du willst nicht nur nice Vocals aufnehmen können, sondern auch Abhörpositionen über die Monitore und so muss natürlich möglichst perfekt sein. Für mich ist das Studio immer noch so real, wie ich gesagt habe, aber gebt euch, was Vergangenheit selber dazu dachte. Ich stehe gerade zum Auto, hab da meine Boxen und so weiter drin. Ich bin unfassbar hyped, Digga. Ich unterschreibe hoffentlich gleich den Vertrag, dann ist das Studio schon mal fix und wir können schon mal hören, wie die Boxen in dem Raum klingen und gucken, wo wir sie am besten hinstellen. Crazy. Als ich dann aber oben war, ging es darum, den perfekten Bass-Sweet-Spot im Raum zu finden. Das ist quasi der Punkt im Raum, wo der Bass am ausgeglichensten ist und einfach am besten klingt. Der Bass ist nämlich überall im Raum unterschiedlich. Könnt ihr bei euch ja auch gerne mal ausprobieren. Das liegt einfach daran, dass Audio ja nichts anderes als Wellen sind. Und wenn zwei verschiedene Wellen aufeinandertreffen, beeinflussen sie sich gegenseitig. Könnt ihr euch vorstellen, wie ihr werft einen Stein ins Wasser und daneben noch einen Stein, dann treten diese Wellen auf und irgendwann treffen die sich und beeinflussen sich halt gegenseitig. Dadurch werden dann bestimmte Frequenzen im Raum sehr laut und andere sehr leise und man muss halt gucken, dass man einen Spot im Raum findet, der möglichst perfekt ist. In einem idealen Raum ist das ungefähr 38% Tiefe im Raum, weil da halt haben die Leute, die Ahnung davon haben, ausgerechnet am wenigsten quasi beeinflusst wird oder so. Am einfachsten kann man das testen, indem man den Speaker komplett in die Ecke stellt. Da hat man am meisten Bass und dann einfach in der Mitte des Raums vor und zurück geht und den perfekten Spot sucht. Und genau das habe ich gemacht. Alright, hier ist das Setup. Du hast jetzt der Bass gecheckt. Wo für meine Ohren der Bass am besten klingt. Es passt auch ziemlich gut mit dieser 38% Rule. Das ist actually ziemlich accurate, glaube ich, der Spot. Ein bisschen tiefer vielleicht. Und ein paar Tage später sollte ich dann schon die Schlüssel bekommen. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe gerade meine Schlüssel bekommen. Lag schon hochfleißig. Boxen sind schon mal da. Wart aktuell auf Purple. Der sollte auch irgendwann gleich da sein. Und dann geht's los. Ab jetzt ist mein Raum, mein Studio. Crazy! Als Purple da war, ging es darum, die Speaker optimal im Raum zu platzieren. Die Listening Position, wo ich dann quasi sitze, hatten wir schon. Jetzt ging es nur noch darum zu gucken, wie weit sollen die Speaker entfernt sein. Also Purple ist mittlerweile arrived. Wir haben auch schon viel geschafft. Listening Position wurde gecheckt. Hier dieses perfekte diagonale Dreieck, oder wie, nee, gleichschenkliges Dreieck. Listening Position ist genau da, wo jetzt das Mic ist. Und jetzt wird gemessen. Aber was wird gemessen? Die Raumakustik. Um das zu machen, benutze ich den Room EQ Wizard. Das ist so ein Go-To-Tool dafür. Der sweept einmal durchs Frequenzspektrum durch und mit so einem Mikrofon macht er dann so schlaue Analysen. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Jetzt messen wir noch alle Ecken und so weiter ab. Das ist aber ziemlich boring. Alright, Measurements sind done. Ich muss jetzt einmal noch ganz kurz so ein paar Fußleisten da hinten ausmessen, damit wir die noch kaufen können. Und dann sind wir für heute fertig. Die Messungen sind da. Zum Glück habe ich einen von euch, der sich bei mir gemeldet hat, der die ein bisschen analysieren kann, weil er das Ganze beruflich macht. Aber allein die Messungen bringen uns natürlich nichts, sondern wir müssen auch wissen, was wir daraus ziehen und diese analysieren. Und genau deswegen sitze ich jetzt hier im Discord mit Cosmic. Was geht ab? Was geht? Der Bray hatte mir auf Insta geschrieben, dass er Raumakustik macht und wenn ich irgendwann mal ein Studio machen würde, dass er mir helfen würde. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Genau. Also wir können mal so ein bisschen hier mal reinschauen, was wir haben. Also du hattest mir eine Messung zugeschickt. Du hast einfach vorher gemessen, als gar nichts im Raum war, als er komplett leer war, halt mit deinen Boxen, die du hast. Wir sehen ja hier, das ist erstmal eine der wichtigsten Parameter, sag ich mal. Das sind die, ist die RT60, was quasi einfach nur die Nachhallzeit ist im Raum. Und wir sehen es hier, hier links sehen wir die Sekunden oder Millisekunden. Genau, hier einfach die Frequenzen, das Frequenzspektrum hier unten. Wichtig ist dabei zu sagen, dass man in zum Beispiel Studioräumen, es gibt auch so eine Norm dafür, aber man sagt ungefähr, sollte die bei so 0,2 bis 0,3 liegen, Millisekunden,
200 bis 300 Millisekunden liegen. Und genau, man sieht halt hier schon, dass, da geht einiges ab. Also vor allen Dingen hier irgendwie im Tief-Mitten-Bereich geht es ziemlich wild her. Also vorher sieht es hier ziemlich abgefuckt aus. Genau, wo man dann auch jeden Fall auch hier sieht, was das für Werte sind. Die sind auf jeden Fall deutlich zu hoch. Und naja, ist halt auch ein leerer Raum. Was erwartet man, ne? Das äußert sich dann einfach in krassen Nachhall. Ein anderer Wert, den wir jetzt hier auch uns direkt mal anschauen können, das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Werte, ist dieses Spektrogramm. Sieht jetzt erstmal sehr verwirrend aus, aber da sieht man im Endeffekt einfach Raummoden. Raummoden sind einfach Bassauslöschungen oder Überhöhungen. Die entstehen vor allen Dingen, wenn sich ja zwei Basswellen aufeinandertreffen. Dann kann es schnell mal sein, dass du eine ziemliche Bassmode hast im Raum, und das äußert sich dann in lautem Dröhnen. Sehen wir hier vor allen Dingen, haben wir irgendwie eine bei 80 Hertz. Auslöschung sieht man hier tatsächlich jetzt nicht so krass. Aber auch hier so ein bisschen höhere Raummoden. Also das ist ziemlich wild. Und auch da müsste man am besten irgendwie mit Bassdrops zum Beispiel vorgehen, um die so ein bisschen runterzukriegen. Genau. Okay, also wie ich schon das Gefühl hatte im Raum, wenn man da mal geklatscht hat oder so, es ist sehr wild und sehr viel Nachhallzeit, sprich wir brauchen viel Acoustic Treatment. Genau, also vor allen Dingen, wie man hier sieht, irgendwie was um diese Nachhallzeit runterzubekommen auf einen vernünftigen Wert und Bassbereich aufzuräumen, ist auch immer ein guter Schritt, um anzufangen. Genau. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir das an. Aufgrund der Analyse habe ich mich dann dazu entschieden, die Decke mit 36 cm dicker Steinwolle zu befüllen und das auf einer Länge von 4 Metern. Also hier überall von da bis ungefähr, wo die Kamera jetzt steht, ist überall Steinwolle drin. Dafür haben wir erst ein Holzgerüst gebaut und dann die Steinwolle da hochgetragen. Es war wirklich ein Pain in the ass, aber ihr seht, glaube ich, jetzt hier gerade eingeblendet, wie das Gerüst geworden ist. Ich finde, wir haben das wirklich gut hingekriegt, als hätten Handwerker das gebaut, Mann. Ein weiterer super wichtiger Punkt für die Raumakustik sind die First Reflection Points. Das sind quasi die Punkte, wo die Speaker als erstes bouncen. Also einmal gehen die Speaker natürlich dann direkt in eure Ohren, aber sie gehen natürlich auch gegen die Wände, dann ein bisschen später gegen eure Ohren, gegen den Boden, ein bisschen später gegen eure Ohren, gegen die Decke. Die Decke ist ja voll mit Steinwolle, also da ist alles easy. Boden, man kann da einen Teppich hinlegen, aber erstens finde ich den Boden, der hier drin ist, super sexy und will deswegen keinen Teppich reinlegen. Und zweitens sind Teppiche auch nur sehr dünn, weshalb sie im tiefen Frequenzspektrum eh nicht viel bringen, also habe ich mich gegen den Teppich entschieden. Aber die Wände mussten natürlich gecovert werden. Die Panels haben wir komplett selber gebaut. An der Stelle Shoutout an meinen Homie Jack, der mir unfassbar dabei geholfen hat, vor allem den Stoff da drum zu spannen. Ich finde, die Panels sind wirklich so sexy geworden, aber gebt euch meine erste Reaktion. Ich glaube, die Panels werden so crazy. Oh mein Gott. Digga, dreh um den Lachs. Tschüss, Bro, was? Digga. Der Mann, der G. Bro, Geist. Oh mein Gott. Direkt wieder kaputt gemacht, Digga. Digga, geisteskrank sehen die aus. Alright, Freunde, sehr viel Aufwand um nichts. Oder hat es sich gelohnt? Wir checken mal die Raumakustik im Nachher-Vergleich. Yo, und hier sehen wir direkt mal eine richtige Verbesserung, vor allen Dingen irgendwie in der Nachhallzeit. Also wenn wir hier mal hier schauen, das war es vorher. Vor allem hier sieht es sehr krass aus, aber allein auch schon niedrigere Nachhallzeit in, ja, zum Beispiel hier, vorher bei so 700 Millisekunden, ist jetzt auch schon deutlich geringer. Also hier sind wir eigentlich ziemlich gut drin im Bereich, wo wir sein wollen. Das Niedrigste ist bei 1,5, was auch noch okay ist. Also vor allem, wenn man Vocalaufnahmen machen möchte, was ja auch wahrscheinlich ein bisschen wichtig ist im Raum, macht das Sinn, dass man sogar noch ein bisschen trockener geht. Ist nicht schlimm hier in dem Bereich. Und ansonsten sind wir sehr gut drin. Bisschen hoch im Bassbereich, was aber normal ist, weil für den Bassbereich braucht man wirklich viel Material. Wir haben jetzt natürlich auch schon viel Material drin, aber es ist eigentlich immer normal, dass der Bassbereich ein bisschen höher ist. Aber auch der liegt jetzt bei 4 Sekunden. Vorher waren wir da hier zum Beispiel viel höher. Insgesamt auf jeden Fall eine Verbesserung in der Nachhallzeit. So sollte es eigentlich aussehen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Das hört sich doch schon mal gut an. Genau, und dann noch zum zweiten Punkt, der natürlich besonders wichtig war, ist der Bassbereich so ein bisschen Raummoden. Und hier hatten wir vor allen Dingen hier so eine recht hohe Mode hier auch gesehen und dann noch was im Tiefmittenbereich und so weiter. Da hatten wir ja gesagt, da helfen einfach Material, was viel im tiefen Bereich absorbiert, also dickes Material mit einer hohen Dichte. Deswegen kam ja auch sehr viel von der Wolle zum Einsatz. Und genau, das war es vorher und jetzt sieht es so aus. Und ich würde sagen, das ist schon eine deutliche Verbesserung, vor allen Dingen, was hier diese Raummoden angeht. Also man sieht hier einfach diese Abklingzeit der Raummoden. Die ist hier besonders hoch, äußert sich dann in wirklich lautem Dröhnen und das ist halt hier deutlich besser. Hier hat man natürlich noch ein bisschen mehr, ist wie gesagt wieder der Tiefenbereich, der wieder ein bisschen reinhaut, aber ist manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt gern irgendwie basslastige Mucke abhören will, dann passt das schon. Und wir sind auch hier deutlich linearer als vorher, also da ist zwar schon sehr unaufgeräumt, hier hat man noch ein bisschen was, aber auch das ist insgesamt in der Dauer nicht so krass hoch. Von daher macht es eigentlich voll Sinn, wie es hier ist und ja, auch im Bassbereich einfach gute Werte. Ja. Freut mich doch, dann hat sich der Aufwand sehr gelohnt und wir haben eine gute Raumakustik. Dann vielen, vielen Dank an dich, Cosmic, und du hast mir
gesteckt. Du hast irgendwie ein Album rausgebracht. Genau, tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen mein letztes Tape rausgebracht. Ist so ein bisschen hyperpoppig mit ein bisschen mehr Pop. Also wer Bock hat, kann gerne reinhören. Ich denke, ist unten verlinkt. Yes, sir. Check's mal gerne ab. Check das gerne ab und es geht weiter mit dem Video. Ich bin super, super happy damit, wie die Akustik in diesem Raum geworden ist. Ich finde, es klingt richtig, richtig gut. Und wir haben, glaube ich, das Maximum an dem Raum rausgeholt. Optisch ist hier aber noch einiges möglich. Ihr seht ja zum Beispiel, dass hier noch gar kein Licht ist. Pflanzen kann man noch ein paar mehr machen. Generell Deko-Elemente. Was ihr jetzt seht, ist quasi die allererste Version. Aber ich hoffe, ihr wart lang genug gespannt. Und ich führe euch jetzt einmal durch den Raum. Let's go. Was geht ab, Freunde? Mit euch habe ich ja gar nicht gerechnet. Das ist mein Studio und ich würde sagen, es wurde Zeit. Ihr habt lange drauf gewartet. Ich zeige euch das jetzt. Bevor wir gleich zum spektakulären Part kommen, beginnen wir einmal mit der langweiligen Ecke. Können wir einmal rübergehen. Ist alles noch unsortiert. Hier soll später dann mal ein Kühlschrank stehen und so. Ich habe euch ja eben gesagt, dass das alles noch nicht fertig ist und so weiter. Da wird auf jeden Fall noch einiges dazukommen, aber gerade ist das einfach nur die Müllecke, Loki. Dann geht es hier weiter mit einer kleinen Chill-Area. Ach. Auch die ist erstmal nur provisorisch. Die Sessel kennt ihr noch aus meinem alten Stu. Später wollen wir hier so eine Couch hinstellen. Kommt aber alles noch. Ihr seht die wunderschönen Panels. Ich finde sie immer noch einfach wunderbar. Hier ein weiteres. Ihr seht übrigens, hat sich alles ein bisschen noch verändert. Ich bin hier heute mit Purple. Was geht? Und wir haben ein bisschen weiter gemacht. Zum Beispiel diese wunderschönen LEDs hier. Hinter den Panels haben wir heute gemacht. Ich habe die Ukulele aufgehängt. Hier sind zwei Kopfhörer und noch irgendwie so Ablage, Space. Geht weiter mit einem Keyboard oder E-Piano. Auf der anderen Seite befinden sich die E-Drums. Hier ist noch mein Bass und Bassverstärker. Ein Stuhl für zum Beispiel Mr. Purple, wenn er mit mir hier im Studio worked oder jeden anderen. Yeah. Und da sind wir schon im Hauptbereich. Ihr seht, es ist jetzt nicht riesig, aber ist auf jeden Fall deutlich größer als was ich bis jetzt hatte. Ich glaube, so 20 Quadratmeter sollten das hier ungefähr sein. Hier steht mein Tisch, da steht mein Mic, meine Boxen und hier bin ich am Worken, hier bin ich am Machen, hier mache ich den Shit, hier geht's ab und eigentlich gibt's gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Boah, ist einfach gedroppt. What the hell? What the hell? Ich werde euch auf jeden Fall nochmal ein Update geben, wenn wir hier eine Couch drin haben und das ganze Licht und so fertig ist. Also da wird noch was dazu kommen. Aber das erstmal so als grobe Orientierung. Ihr seht, dass wir hier hinten noch so ungefähr einen Meter Platz haben. Vielleicht nur noch ein bisschen mehr. Das ist einfach für die Raumakustik, habt ihr im Verlauf des Videos gesehen. Und ich würde sagen, so habt ihr erstmal einen groben Eindruck, wie es hier aktuell aussieht. Vielen, vielen Dank, dass du das Video reingezogen hast und auf eine neue Era. Geht jetzt nach vorne. Das nächste Level ist erreicht. Wenn du dabei sein willst, abonnier den Kanal, lass ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.